Hallo ihr Lieben, willkommen zur 30 Tage Bastel-Challenge Basteln mit Papierresten. Ich bin Tanja von der Krela und wir basteln heute zusammen mal wieder Geburtstagskarten. Ich habe mich jetzt hier und da schon für ein paar Papiere entschieden. Die werde ich gleich euch zeigen. Außerdem brauchen wir für die heutige Bastelrunde brauchen wir dann jetzt auch noch diese beiden Locher, 2,5 oder 2,2 cm. Wenn ihr die Locher nicht habt, macht das auch nichts. Ihr könnt natürlich auch Kreise mit der Hand ausschneiden. Ja, ich habe mich jetzt für diese Papierreste entschieden und die werde ich gleich lochen. Zusätzlich habe ich mich jetzt entschieden, auch noch hier dieses Band zu nehmen. Das ist so ein Band, was man sehr schön als Tischläufer nehmen kann. Ihr könnt natürlich auch andere Bänder nehmen, aber das finde ich immer sehr schön edel, dieses Sisoweb. Und damit arbeite ich eigentlich ganz gerne. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich nehme jetzt bei dieser Kombination, werde ich mal Silber nehmen. Außerdem brauchen wir einen weißen Fotokarton, den wir zu zwei A6-Karten machen. Oder wir brauchen einfach zwei A6-Karten. Das geht natürlich auch. Nehmt das, was ihr gerade zur Hand habt oder was ihr am ehesten bekommt. Hier, das werde ich jetzt einmal in der Mitte durchschneiden, einmal in der Mitte falzen. Und wir haben unsere Doppelkarte fertig. Noch eine zweite. Wir basteln heute nämlich zwei Karten. Jetzt nehme ich noch ein Falzbein und gehe noch mal dem Ganzen nach. Normalerweise schneide ich das hier immer mit einer Schere. Ich versuche das jetzt mal, ob das hier auch hier mitgeht. Ist aber nur ein Versuch. Schauen wir mal, circa 14 cm. Aber wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Ich meine, es ist sehr dünn, aber es geht. Super. Also hiermit kann man es auf jeden Fall auch schneiden. Zwei Stücke reichen mir. Wenn nicht, schneidet ihr das, wie gesagt, mit der Schere. Das geht auch. Jetzt loche ich mir ein paar Kreise. Ich habe jetzt 10 Kreise in 2,5 und jetzt mache ich 5 mit dem Motiv. Und 5 mit dem Motiv. Jetzt nehme ich ein bisschen Bastelkleber und klebe die kleinen Kreise auf die großen. So, jetzt fixiere ich ein bisschen das Band. Dann nehme ich ein bisschen vom Klebestreifen. Und da klebe ich jetzt verschiedene Kreise auf. Hier mache ich dann die Kreise. Und auf der anderen Karte kommen dann diese Kreise. Auch da mache ich natürlich den Kleber drunter, nur zum Fixieren. Da reicht auch nur so ein kleines bisschen. Dahinter die richtige Klebekraft, die wird dann natürlich hier von den Kreisen ausgehen. Da ich die Kreise nämlich hier mit dem Bastelkleber aufkleben werde. So, jetzt nehme ich nämlich Flüssigkleber. Und damit klebe ich dann meine Kreise auf. Beim Aufkleben überlege ich schon, wo ich den gleichen Text hinmachen möchte. Ich denke mal, den werde ich vielleicht in der Mitte machen. Das heißt, ich kann die ruhig schön verteilen. Die Kreise. Notfalls kann ich den Text auch drüber kleben. Oder man entscheidet sich erst dazu, erst einen Text zu machen.
Aber ich habe mich jetzt da entschieden, erst den Hintergrund zu gestalten. Ich kenne auch einige, die machen einfach nur die Karten mit Hintergrund und Texte lassen sie weg. Kann man ja dann immer, je nach Anlass, kann man das ja später dann hinzufügen. So, das wäre jetzt die erste Karte. Und jetzt machen wir die zweite noch. Ja, jetzt nehme ich mir so ein dunkelblau und Stempel zum Geburtstag auf. Jetzt entscheide ich mich für diese Zackenschere und schneide meine zum Geburtstag einmal aus. Ich entscheide mich jetzt, das hier einfach mal zu versetzen. Kann man relativ gut abkriegen wieder. Dann habe ich nämlich nachher Platz hier für das zum Geburtstag. Ganz spontan, bei dem habe ich es gerade auch schon gemacht. Jetzt nehme ich mir noch so ein dunkelblau. Und brasch einmal den Rand an. Jetzt nehme ich mir hier dieses Schaumklebeband und habe ja diesen 3D-Effekt dann dabei. So könnte ich die fast lassen als einfache Karten, aber mir fehlt so einiges. Aber ich werde jetzt noch überall kleine Kleeblätter verteilen, damit die Kreise nicht so einsam sind. Ja, das gefällt mir. Oder ich klebe sie dorthin. Das kann man natürlich auch machen. Ich glaube, ich werde eine Karte so und eine Karte so machen. Aber erstmal muss ich sie auslochen. Wir brauchen also insgesamt 10 von den Kleeblättern. Diese klebe ich jetzt mit Flüssigkleber auf. Immer nur so einen kleinen Punkt, das reicht natürlich. Bei der zweiten Karte werde ich die Kleeblätter so verteilen. Die kommen jetzt einfach auf den Hintergrund. Das sind jetzt die ganz einfachen Karten, schnell gemacht. Und ja, trotzdem, mir gefällt es trotzdem einfach, aber trotzdem süß mit den Kleeblättern. Ja, das war meine heutige Bastelidee, schnell und einfach. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bastelt euch glücklich. Eure Tanja. Tschüss.